Promi-Getümmel bei den First Steps Awards in Berlin. Alte Hasen des Filmgeschäfts und Nachwuchstalente auf einem Teppich. Grund genug, einmal nachzufragen, wie denn die ersten Schritte der erfolgreichen Stars in der Schauspielwelt waren. Die allerersten waren wirklich im Kindergarten. Schneewittchen inszeniert und die Hauptrolle gespielt. Ja, die sind über 46 Jahre her jetzt. 48. ja, die sind noch präsent. Das waren so Filmfingerübungen eigentlich im Lerchenfeld in der Hamburger Kunsthochschule. Aber immerhin sind diese Filme dann auch gezeigt worden auf dem Oberhausener Filmfest. Mit einem tollen Rückendekolleté sorgte Emilia Schüle für Aufsehen. Was für die Schauspielerin ihren Beruf so besonders macht? Es gibt keinen abwechslungsreicheren Beruf als die Schauspielerei. Und es gibt auch keinen Beruf, in dem man immer mehr andere Seiten von sich selber entdeckt. Und es wird einfach nie langweilig, sagen wir mal so. Es ist halt auch ein Beruf, der viel mit Teamwork und mit Menschen zu tun hat. Und das mag ich auch sehr gerne. In jedem Fall ist Emilia ein schöner Hingucker.